Ah, aber ich habe schon einen Freund, der mir bestimmt weiterhelfen kann. Und der sitzt ja hier und hat jetzt noch nicht mal einen Freund zu versorgen. Das heißt, er steht zu unserer vollsten Verfügung. Nomas? Ich habe inzwischen herausgefunden, dass Apidulas in einem Turm oberhalb von Nortisia lebt. Weißt du, wo das ist? Ja, das weiß ich. Irgendwo. Irgendwo? Du hast doch behauptet, du kennst dich hier aus. Das tue ich auch und ich weiß auch, wo das ist. Ich war zwar nie da, aber ich kenne den Weg. Es ist ziemlich weit weg und sehr tief unten. Da kommst du alleine nicht hin. Kannst du mich jetzt bitte zu Apidulas Turm bringen? Na klar. Du hast dich um Minikin gekümmert, da ist das ja wohl das Mindeste, was ich tun kann. Spring auf! Oh yeah. Schön. Alles klar. So, nochmal Nomas angucken. Ohne Nomas würde ich nicht weit kommen. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ja, ich bin auch froh, dass er da ist. Ich glaube, wir gehen mal zurück direkt zum Turm. Okay, eine Tür haben wir da. Zurück zu Nomas. Zur Rückseite können wir auch gehen. Da habe ich ja schon eine Befürchtung, dass die Tür eventuell nicht aufgehen wird, hä? Die ist aus einem mir unbekannten Material, aber davon abgesehen, eine einfache Haustür. Na, klopfen wir mal. Das Scheinbar war hört ja mich klar. niemand. Scheinbar hört ihn niemand. Tja. Scheinbar hört. Ja, das war ja so klar. Schauen wir doch mal in der Rückseite vorbei. Lauter Kräuter. Ach, wir sind ja. Zur Rückseite, zur Vorderseite. Ja, da geht's noch weiter. Ein Fenster, da können wir noch mal lang gucken. Vielleicht sehen wir da was. Na und? Hast du was gesehen? Ich kann durch die Scheibe überhaupt nichts erkennen. Merkwürdig. Vielleicht ist sie verzaubert und man kann nur von einer Seite hindurchsehen. Huch. Was? Davor habe ich mich so erschreckt? Das ist nur ein Oktopus. Der macht aber komische Geräusche. Da kommt Licht durch die Scheibe, aber man kann nicht reinschauen. Das muss Zauberei sein. Tja, ein Flecken Wenn Seegras. es nicht diese bläuliche Farbe und die kleinen funkelnden Samen hätte, sähe es aus wie gewöhnliches Seegras. Ein dichtes Büschel Seegras mit scharfen Blättern und leuchtenden Samen. Ein dichtes Büschel. Okay, willst du davon nichts mitnehmen? Zedal, Schwamm, die Seegurke. Ah ja. Warum auch immer. Mal sehen, wie der Oktopus auf Klebstoff im Gras reagiert. Okay. Warum willst du denn den Oktopus fangen? Was soll denn das bringen? Gehen wir mal weiter, verfolgen wir ihn mal. Okay. Oh, da ist ein Sprung im Glas. Da ist ein Abgrund. So tief unten wie ich war vermutlich noch niemand vor mir. Und da geht es noch viel weiter runter. Bei allen Göttern. Diese Finsternis bereitet mir eine Gänsehaut. Okay, dann schauen wir doch mal. Sprung im Glas. Auf den Scheiben im Steintempel war nicht ein Kratzer. Ich dachte schon, dieses Unterwasserglas sei unzerstörbar. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Schauen wir doch mal, ob wir da was erkennen können. Auf hoch mit dir. Okay, ja, viel sieht man ja Ich nicht. kann nur die gegenüberliegende Wand sehen. Na, klasse. Womit könnte ich wohl das Glas da unten zerbrechen? Vielleicht mit Messer.
Nein. Natürlich nicht. Mit dem Zitteraal. Der Zitteraal kann sich da natürlich leicht durchzwängen. Aber was dann? Ich kann ja wohl nicht erwarten, dass er Apidulas findet, ihm in den Hintern beißt und ihn dazu bewegt, mir die Türe aufzumachen. Okay, aber das ist doch schon mal eine gute Idee. Ein Schwamm. Aha. Der steckt fest. Okay. Er steckt fest. Wir können dabei immer noch mitnehmen. Gut, dann schauen wir einfach mal, ob der Oktopus da jetzt feststeckt. Und was der denn für uns bereithält. Ja, komm schon. Schwimm nach vorne. So. Ah, da steckt er doch fest, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ein dichtes Büschel Seegras mit scharfen Blättern und leuchtenden Samen. Wenn es nicht diese bläuliche Farbe und die kleinen funkelnden Samen hätte, sähe es aus wie gewöhnliches Seegras. Okay. Zur Rückseite. Zur Vorderseite. Bla blub blub blub. Ja, wo ist denn der Oktopus? Warum? Ist der nicht zurückgekommen? Wo ist denn der? Vielleicht unter irgendeinem Felsen oder so? Im Abgrund? Nee, glaube ich nicht. Hier können wir auch nicht weiter lang. Mein Gott, wo ist der Oktopus hin? Der will den ja aus irgendeinem... Klebrig, was? Keine Sorge. Ich bin sicher, du kannst dich ruckzuck wieder befreien. Was macht denn der für Geräusche, ein bitte? Ein dichtes Büschel Seegras mit scharfen Blättern und leuchtenden Samen. Was für geile Geräusche. Aber was bringt mir das jetzt? Klar, der klebt ja jetzt, aber ansonsten. Hallo? Was wollten wir denn hier machen? Numas, bla blub. Zum Turm. Ich übersehe das schon wieder was. Wo ist denn der Oktopus weggeschwommen? Da haben wir die Tür. Bla blub. Da können wir zur Rückseite. Zurück zu Numas. Das ist wieder so eine Sache. Warum gibt's keine Hotspot-Anzeige hier? Warum? Klebrig, was? Keine Sorge. Ich bin sicher, du kannst... Ja, ja. Ach. Höhle des Oktopus. Wenn der Oktopus nicht direkt vor meinen Augen da reingeschwommen wäre, hätte ich das nie entdeckt. Okay. Und was gibt's da jetzt? Ach Gott. So geile Geräusche. Hm, was hat denn der Oktopus da? Sieht aus wie ein Riemen mit einer Klammer. Mhm. Ein Riemen mit einer Klammer. Da scheint zu irgendetwas zu gehören, das unter dem Stein steckt. Okay. Das sieht wie ein Harnisch aus. Die Schneckenmuschel ist wahrscheinlich ein Kopfschmuck oder sowas. Okay. An dieser goldgeschmückten Schneckenmuschel ist eine Art Harnisch dran. Sieht so aus, als könnte man sie auf den Kopf schnallen. Mhm. Können wir damit irgendwas anfangen? Über den Kopf schnallen? Hm. Okay, komische Kopfbedeckung. Können wir damit jetzt irgendwas machen? Oder es irgendwie ins Loch stecken oder sowas? Warum auch immer. Tja, was... Eine Hornmuschel. Ne, eine Schneckenmuschel. Mit Harnisch. Ich habe keine Ahnung. Gott, oh Gott. Können wir es unter der Tür durchschieben oder sowas? Kannst du mit der Tür verwenden? Mein Vater hat mir beigebracht, wie man mit Tassen oder Einmachgläsern Leute in anderen Zimmern belauschen kann. Ach so. Das ist zwar nicht sehr höflich, aber nützlich. Die Schneckenmuschel könnte genauso funktionieren. Ich probiere das mal. Also so eine Art Hörrohr. Verdammtes Biest! Wo hat es nur mein Hörrohr wieder vergraben? Aha.
Wenn ich es erwische, reiße ich ihm die Tentakeln einzeln aus. Ach so. Apidulas Hörrohr ist also in Wirklichkeit eine Schneckenmuschel mit Riemen. Irgendwie muss ich das Ding zu ihm bekommen, wenn er mein Klopfen hören soll. Ja, dann doch wahrscheinlich durch das Loch, würde ich mal behaupten. Mal sehen, ob wir das irgendwie da hinkriegen. Hey, was? Das geht? Oh. Ich probiere mal was. Okay. Aua. Er hat sich tapfer gewehrt, der kleine Gauner. Die Schneckenmuschel steht ihm ganz gut. Ah, wir haben die Schneckenmuschel jetzt mit dem... mit dem Zitteraal gedingst, okay? Los, schwimm da rein, du kleines Ungeheuer. Worauf wartest du? Schwimm zu Apidulas. Oder würdest du mir lieber noch einen Stromstoß verpassen? Womit kann ich dich nur dazu bringen? Wir können das Loch verstopfen. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich den Zitteraal dazu bringe, zu Apidulas zu schwimmen. Tja. Ja, wir müssen ihn mit irgendwas anlocken, oder? Das heißt doch, wir brauchen einen Köder. Und das heißt, wir müssen mit unserem kleinen, ja, mehr oder weniger kleinen Walfreund nochmal zurückschwimmen, wenn das geht. Wo war? Ja, genau da. Okay. Nomas? Komm, gehen wir zurück zu der Stelle, wo du immer rumhängst. Yeah, lass mal abchillen. Sehr gut, ja. Nehmen den gleichen Weg natürlich wieder wie dahin, auch zurück. Versuchen wir doch mal, ob wir den Köder bekommen können. Das wissen wir ja, die Zitterale oder der Zitteraal fährt ja voll auf diesen Köder ab. Und vielleicht können wir den dann irgendwie einfach mal an der Tür benutzen oder sowas. Der riecht das ja auch schon auf Meter weit oder so. Das könnte man doch mal ausprobieren. Und da sind wir auch schon wieder. Und tatsächlich. Ich habe einen. Schon wieder. Ja, klasse. So. Auf geht's zum Turm. Ach Gott, der ist da ganz hinten. Was zum... Das ist zu weit, als dass ich da selbst hinschwimmen könnte. Ich frage Nomas, ob er mich hinbringt. Ah. Sehr gut. La 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 la. Oh, da wäre beinahe mit seiner oberen Flosse an den Stein gekommen, glaube ich. Sehr gut, ey, sehr gut. Okay, auf zum Turm. Und den Köder benutzt. Und das funktioniert, ist das geil. Oh, schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm schon, meine Kleine. Ich habe ein Leckerli für dich. Gib das zurück, du verdammtes Biest! Autsch! Sieht so aus, als hätte Apidulas sein Hörrohr wieder. Dann klopfen wir mal. Wer bist du und was willst du? Ich heiße Olaf und ich möchte über den Drachen Mjörgen sprechen. Warte, ich werde gleich bei dir sein. Juch,